Hallo alle miteinander. Heute zum ersten Teil aus der Reihe mystische Orte. Ihr könnt das vielleicht lesen hier. Mache ich mich auf zu dem breiten Brunner Halbmeiler Wiesen. Und ja, wir schauen mal, was wir für mystische Orte vielleicht auch unterwegs noch finden. Ja, wir stehen jetzt hier in Breitenbrunn auf dem Parkplatz vom Abenteuerspielplatz. Hier unterhalb ist die Kirche zu sehen. Ja. Na gut, dann auf geht's. Bevor ich den Wald betrete, bitte ich die Hüter des Waldes um Erlaubnis, ihr Reich betreten zu dürfen. Mitten auf dem Weg glitzerte es silbrig vor mir. Es war ein kleiner Stein in seiner vollen Pracht. So ist das nun mal im silbernen Erzgebirge. Jedoch wollte er nur bestaunt, aber nicht mitgenommen werden. Eine große Lerche fiel mir am Wegesrand auf. Ich nahm gern mit ihr Kontakt auf und wir tauschten uns aus. Ich kam an meinem ersten Zwischenziel an, der Himmelswiese, eine Naturschutzwiese auf 915 Meter Höhe. Man beachte die magischen Pflanzen, die auf dem Schild zu sehen sind, Fliegenpilz und Fingerhut. Am Rande der Halbmeiler Wiesen angekommen, sah ich in der Ferne den zweithöchsten Berg des Erzgebirges, den Fichtelberg. Musik.
Mein nächstes Ziel ganz nah, die St. Nepomuk-Kapelle. Dieser kleine heilige Ort auf dem Kamm des Erzgebirgischen Waldes mitten im Nirgendwo lädt zum Gebet und Innehalten ein. Für die Kapelle zum heiligen Nepomuk. Kehre ein im Ort der Stille und gedenke der Kapelle und des Dörfleins Geschicht. Halte inne und gehe in dich selbst. Du findest dich im reuen Licht. Ob wandern oder fahren, Halbmeile lädt dich ein. Hier bist du Freund, ob gläubig oder nicht. Stille und Natur macht's möglich, dass auch deine Seele spricht. Siehe hier, wie Grenzen wieder schwinden und Kirchen Jesu zueinander finden. Drum ziehe weiter, finde neu deine Sicht und lass es dir sagen, ohne ihn geht es nicht. Von Richard Kraus aus dem ehemaligen Seifen. Ja, ihr Lieben, jetzt bin ich quasi da angekommen, halb Meile. Es ist unglaublich still hier. Man hört nur den Wind. Gut, und ihr hört es vielleicht auch am Mikrofon. Es ist eisiger Wind. Ja, es ist ein Stückchen Segen hier oben. Ich glaube, die hier in den Häusern wohnen, die haben es ganz, ganz ruhig das ganze Jahr über. Fernab von all dem Alltag, den wir so ausgesetzt sind. Ist schön hier. Ich werde hier nochmal herkommen im Sommer und euch das dann mal zeigen. Das ist ja auch ganz toll. So, na dann.
Ich gehe jetzt wieder Richtung Heimat, nach Hause und freue mich schon auf eine warme Stube. Macht's gut, tschüss! Auf dem Rückweg kam ich noch durch Zufall an einem Mahnmal der großen Hungersnot von 1771-72 vorbei. Die dafür mitten im Wald gepflanzte Hungertanne soll daran erinnern, dass unsere tägliche Nahrung nicht selbstverständlich ist und wir immer dankbar dafür sein sollten. Ich hinterließ ein paar Haselnüsse, damit auch die Eichhörnchen keinen Hunger leiden müssen, bevor ich nun endgültig nach Hause lief.